Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nochmal um Global Land. Wir testen heute zusammen dieses Set. Ich habe ja eine Kooperation mit Global Land. Mit 10 Jasmin spart ihr 10%. Und ja, wir gucken mal, ob die Stanze alles ausstanzt und wie am Ende die Box aussieht. Hier habt ihr nochmal die Artikelnummer, aber es ist natürlich auch alles Wichtige unten verlinkt. Exakt diese Stanze gibt es aktuell nicht mehr bei Global Land. Die ist aktuell ausverkauft. Ich habe euch aber eine ähnliche, etwas abgespecktere Variante dazu gepackt. Und um zu gucken, ob alle Stanzen ausstanzen, lasse ich sie einmal so, kurbel die so einmal durch, dass wir einmal gucken können, ob denn alles ausstanzt. Und am Ende, danach bastel ich sie dann einmal auseinander. Ich glaube, das ist einfacher. So, das sind einmal die vier und dann bin ich einmal durchkurbeln. Als Papier nehme ich dieses Papier vom Action und zwar das 190er Grammaturpapier, dieses Aquarellpapier. Ich benutze das nicht so oft, ich benutze eher das Markerpapier und deswegen habe ich davon jetzt einfach ein bisschen. So, damit ich nicht schummeln kann, nehme ich es jetzt hier einmal raus. Ich habe es einmal hin und einmal zurückgekurbelt und das sind jetzt jeweils die Deckel. So, das sieht schon mal gut aus. Also. So, das hier wäre jetzt der Deckel. Natürlich normalerweise ohne die Löcher. Da sieht man hier jetzt auch die Prägung. Da würde ich aber natürlich immer mit einem Falzballen nochmal rübergehen. So, der kleine Streifen hat auch funktioniert. Und jetzt kommen noch die Lochverstärker. Da bin ich ja gespannt, weil das ja wieder recht fein ist. So, die erste Stanze ist jetzt komplett leer. Wir gucken mal. Der Tag ist auch wunderbar geglückt. Dann haben wir ganz viele Punkte. Und was ich halt so, so cool finde, sind hier diese Lochverstärker. Und da war ich mir nicht sicher, ob das so gut klappt, wenn ich ehrlich bin, weil das ja doch wieder sehr klein ist. Ja, schärfer kriege ich es gerade nicht. Aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass das geklappt hat. Also die sind schon mal richtig cool. Die können wir auch so behalten. Das können wir behalten. Das können wir behalten. Die können wir behalten. Der Tag ist jetzt eher für den Müll und das hier auch, aber hier können wir festhalten, hat alles funktioniert. So, und dann haben wir hier die andere Box. Mal schauen. Hier sind jetzt natürlich die Löcher von den Verbindungen drin, weil ich die natürlich drin gelassen habe, weil sonst wäre die Stanze auseinandergegangen. Fällt mir richtig gut. Und jetzt noch der Deckel. Mega. Richtig gut. Also von den zwei Stanzen haben alle funktioniert und die haben auch richtig schön reingeprägt. Ich zeige euch das nochmal eben von nahem. Seht ihr das? Richtig, richtig schön. Hier den kleinen kann man behalten und auch die Rahmen kann man noch behalten und für später nutzen. Und der Rest kommt eher hier auf die andere Seite. So, dann kommt hier die nächste. Wie gesagt, alles zweimal gekurbelt, also einmal hin und einmal zurück. Das sieht schon mal gut aus. Also, wir halten fest, Stanze ist leer. Wunderbar. Hier haben wir dann einmal die Tags. Das sieht so tatsächlich auch ganz witzig aus. Das ist dann einmal hier der kleine und der daraus. Richtig gut. Und Tags kann man ja auch nie genug haben, wenn man ganz ehrlich ist. Dann haben wir hier die beiden noch. Hier, um eine Schleife zu machen. Und die Box. Also auch die dritte Stanze hat problemlos funktioniert. So, das ist jetzt die letzte von den Stanzen. Das sieht eigentlich auch sehr gut aus. So, also. Die drei sehen schon mal richtig gut aus. Ich nehme erstmal hier die große Platte wieder weg. Oh, Leute, ich bin begeistert. Also, wir halten fest, alle Kleinteile und alles lässt sich super ausstanzen. Man hat hier auch überall diesen gestitchten Rand. Dass so natürlich kein Mensch ausstanzt, ist ja was anderes. Aber es funktioniert alles. Und ich bin ganz ehrlich, wir versuchen doch hier jetzt einfach einmal, ob wir das schon mit den Müllteilen hinkriegen, den Prototypen zu basteln. Wir gucken einfach mal. Ich nehme natürlich immer mein Falzbein zur Hilfe. Wir fangen vielleicht einfach mal mit dem kleinsten Stück an. Vielleicht am einfachsten. So, wir knicken das jetzt hier immer einmal auch um und falzen das nochmal. Das mache ich bei allen Stanzen, wenn es irgendwie eine Knicknaht gibt, einfach damit die wirklich sauber ist. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Aber man muss natürlich auch sagen, das hat jetzt sehr wenig Gegendruck, weil normalerweise ist das hier ja in der Mitte alles ausgefüllt. So, ich würde sagen, den Deckel kleben wir mal zusammen.
Schaut mal, ich habe den Deckel. Ja, okay, so sieht der Deckel ein bisschen witzig aus, aber es hat geklappt. Und jetzt kümmern wir uns einmal um die Unterseite. Mal gucken, ob das klappt, weil wir haben hier wirklich nur noch sehr, sehr dünne Linien. Echt Angst, dass mir das gleich einreißt. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, weil da ist wirklich nicht mehr so viel Platz zwischen. Aber es wäre natürlich cool, wenn ich aus dem Müll den Prototypen basteln könnte. Jetzt wird's spannend. Das ist nämlich jetzt hier wirklich dieses ganz, ganz feine kleine Stück. Oh, Leute, ich glaube, ich kriege es hin. Könnt ihr hier gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, ob wir diese Box hinbekommen oder nicht. Also jetzt mit diesen kleinen Stücken. Und wir haben auch noch die große. Das sind hier wirklich lange Streifen, die sehr, sehr dünn sind. Bin echt gespannt. Und keine Sorge, wir basteln natürlich auch noch eine ordentliche. Ich möchte ja am Ende auch was Hübsches haben und nicht nur einen Prototypen, um zu gucken, ob die Stanze funktioniert. Bin mir relativ sicher, dass sie funktioniert. Sei denn, der Deckel passt gleich nicht auf den Boden. Das wäre natürlich jetzt der Super-GAU. Aber naja. Ich glaube, Globeland kriegt das hin, Maße auszurechnen, oder? Hattet ihr das schon mal, dass ihr euch eine Stanze gekauft habt, die dann nicht gepasst hat? Also so eine Boxenstanze beispielsweise. Das würde mich echt interessieren. Also ich noch nicht. Aber ich glaube, dann würde ich auch ziemlich ausflippen, weil ich noch nicht mal das Wesentliche von meiner Stanze hinbekomme. Dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Aber was ich echt schön finde, die Klebelaschen, also sowohl beim Boden als auch beim Deckel, sind eigentlich recht groß, wodurch es recht stabil wirkt. Es passt! Die Box ist fertig! Habt ihr schon mal eine so hässliche Box gesehen? Oh Mann, aber guck mal, hier könnte man ja schon mal ahnen. Und das sieht, finde ich, schon sehr süß aus hier mit diesem Blümchenrand. Wir messen mal eben, dass wir schon mal die Maße von der kleinen Box haben. Die Box ist 6,8 mal 6,8. Ja, es ist ein Viereck. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin. Und von unten bis oben sind es so um und bei 2,2 Zentimeter. Also sie ist wirklich nicht groß, aber hat dadurch so eine schöne Schatullengröße. Guck mal eben ohne Deckel. Ja, 2,1. Also ungefähr 2 Zentimeter habt ihr, um da etwas reinzutun. Und das ist jetzt schon mal die kleine Box. Ich finde die richtig niedlich, weil wir haben ja diesmal ein paar Boxen. Wir haben einmal die, wir haben noch so eine Pillarbox und wir haben hier noch so eine Riesenbox. War diesmal sehr boxenlastig, aber ich mag halt Boxenstanzen total gerne, nur die sind oft so teuer. Deswegen kam das mit Globeland tatsächlich ganz passend. Guckt mal, das ist die erste. Und jetzt machen wir das gleiche hier mit noch einmal. Und dann mache ich mal alle Stanzen auseinander, damit wir das auch noch einmal in ordentlich basteln können. So, das ist jetzt einmal die Unterseite der Box. Wir haben einen Deckel und eine Unterseite, die zusammenpassen. Und hier ist auch eine ordentliche Seite. Und wie gesagt, das sieht echt ganz süß aus. Und es ist jetzt auch nicht komplett instabil. Also natürlich ist es instabil. Es ist gar kein Papier dabei. Aber ich meine, der Deckel sitzt da schon nicht ganz locker drauf. So, auch da wollen wir natürlich die Maße wissen. So, das sind auch 2,2. Also von der Höhe. Ja, die sind gleich hoch. Aber die ist natürlich ein bisschen länger. Das hier sind jetzt einmal, ja, 10,2 Zentimeter und 6,5. Also in der Breite sind sie gleich. Nur das eine ist halt ein Rechteck und das andere ist ein Quadrat. Sehr, sehr cool. Also wir halten schon mal fest, alle Stanzen funktionieren. Und wir haben schon mal zwei Boxen und natürlich ganz viel Tüdelü. Dann würde ich sagen, basteln wir mal die Stanzen auseinander. Kennt ihr das, wenn ihr euch anstrengt und irgendwo was abmachen wollt und dann die Hände so zusammendrückt und Kraft braucht, dass ihr auch so die Zähne zusammenbeißt? So. Arr. Naja, okay, wahrscheinlich kennt ihr das nicht, aber ich habe, nachdem ich Stanzen auseinandergebaut habe, ganz oft Zahnschmerzen, weil ich dann immer so doll die Zähne zusammenbeiße. Natürlich überhaupt nichts bringt. So, und ich bin jetzt tatsächlich auch mal gespannt, wie viele Stanzen dieses Set hat. 32 Stanzen haben wir in diesem Set. Ist das nicht der Hammer? Ich finde schon. So,
Und jetzt würde ich sagen, basteln wir noch einmal die kleine viereckige Box. Wir stanzen dann einmal die Rahmen aus. Ihr Lieben, hier haben wir jetzt einmal den Boden und hier den Deckel. Ich war wieder bei meinem Restepapier zugange. Die ganzen tollen Stanzen kommen einmal hier nach oben. Ich habe jetzt wieder einmal hin, einmal zurück gestanzt. Und ihr seht hier auch, die Perforierungen sind besser als bei dem Aquapapier. Das ist aber natürlich auch immer sehr faserig und eigentlich sehr undankbares Papier. Ist halt Aquarellpapier zum Malen und nicht zum Boxenbasteln, ne? Aber ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Das klappt mit dem Umfalten jetzt deutlich besser, wenn man auch ein bisschen Papier hat, was dem entgegensteht quasi. Und wie gesagt, da am besten immer noch mal mit dem Falzball rübergehen, damit die Ecken wirklich fest dran gedrückt sind. Und schaut mal, dann ist der Deckel auch schon fertig. Das hat jetzt, glaube ich, keine 2 Minuten gedauert. Und ich finde diesen Rand wirklich niedlich. So, und dann haben wir hier jetzt die Box, also die Unterseite. Guckt mal, ich muss das nicht mal irgendwie hier zurechtlegen, sondern das ist auch eine schöne Falzlinie. Das hat man ja auch nicht bei allen Stanzen. So, dann alles wieder aufhalten und dann ist wieder der Kleber dran. Wenn ihr es nochmal auflösen müsst, am besten so von beiden Seiten einmal ziehen. Könnt ihr es nochmal knicken. So, und dann schnappt ihr euch wieder euer Falzbeil und geht hier über die Kanten rüber. Und dann haben wir hier die Unterseite. Leute, guckt mal. Ta-ta-ta-ta-ta. Die Box ist fertig. Ist sie nicht süß? Also ich finde sie sehr süß. Wir messen jetzt nochmal an der richtigen Box. So, die ist jetzt auch komplett geschlossen. Aber die Maße bleiben gleich. 2,2 und vom Deckel bis da 6,8. Und die Schachtel hat 6,5, weil der Deckel natürlich ein bisschen absteht. Er fällt ab. Aber naja, welcher Depp hält so eine Schachtel, ne? So, und jetzt kann man halt überlegen, dass man jetzt hier nochmal so einen Rahmen raufsetzt. Das sieht eigentlich ganz süß aus. Und guckt mal, dann machen wir doch vielleicht den nochmal hier so in die Mitte. Guckt mal, das finde ich ganz süß, das machen wir. Ich kann euch nicht empfehlen, immer in den Kleber reinzufassen. Das ist dämlich und macht keinen Sinn. Dafür am besten den Deckel nochmal abnehmen und von unten einfach nochmal rüberfalzen. Weil von oben könnt ihr nicht mehr falzen. Aber es funktioniert auch so rum. So, dann haben wir jetzt hier den Deckel. Und ich würde sagen, den tun wir jetzt hier noch in die Mitte. Weil ich glaube, mit der Schleife, das gefällt mir nicht so gut. Also so sähe die Schleife aus. Ich finde die ganz hübsch. So, wenn die hier geklebt ist. Aber ich finde sie halt für die kleine Box ein bisschen zu groß. Finde ich das so dann tatsächlich süßer. Kleben wir hier den kleinen nochmal auf. Ja, ich glaube, ich klebe den sogar so auf. Ja, das mag ich richtig gerne. Schaut mal. Fertig ist meine Box. Wir wollen ja, dass es hält. Einfach nur nochmal rüberschrauben. Man kann jetzt natürlich auch hier noch so einen Streifen hinkleben und allem drum und dran. Ne? Man hat abgerundete Ecken. Wir haben aber auch kantige Ecken. Wir können auch die kantige nehmen. Und da nochmal die abgerundete raufrechnen. Wir haben es richtig in Tagform oder einfach nur einen langen Streifen. Und die Breiten würden auch noch passen. Also wir haben wirklich genug Möglichkeiten, die Seiten zu verzieren. Ich finde allerdings, man sieht von den Seiten wirklich nicht viel. Wodurch das ein bisschen, ja, verschenkte Arbeit ist, würde ich sagen. Ich glaube einfach, es lohnt sich nicht. Und so finde ich die Box tatsächlich echt schön. Ich finde diesen Anhänger so cool geformt. Ich habe so ein Ei noch nicht. Dann hier so mit den Lochverstärkern. Das finde ich auch toll. Ich hatte auch noch keine Lochverstärker. Macht man natürlich nicht gleichfarbig, aber richtig gut. Ja, was sagt ihr denn zu meiner kleinen Box? Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Und ich finde, so sieht sie auch noch ein bisschen besser aus als so. Ja, funktionieren tun sie auf jeden Fall und passen auch echt gut zusammen. Und ihr seht, wir haben hier noch ganz, ganz viel Schnickschnack. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die fandet. Ich finde die richtig, richtig gut. Also das ist tatsächlich, glaube ich, meine Lieblingsstanzform
von denen, die ich bekommen habe, weil ich die echt schön finde. Man kann natürlich auch überlegen, ob man irgendwas hat, was man in so kleinen Förmchen aufbewahrt. Ich hatte tatsächlich geguckt, die Oxide-Kissen passen da rein, aber leider nur die Unterseite. Also das ist vom Format leider etwas zu groß, was aber tatsächlich passen müsste. Also mein Versamark-Kissen passt in die rechteckige Box, eigentlich ganz cool. Ich habe ja meine Stempelaufbewahrung, wobei die ein bisschen klein geworden ist. Aber es liegt nicht an meinem Versamark-Kissen, sondern eher an meinen ganzen Stampen-Up-Kissen. Und die haben leider ein völlig falsches Format. Aber man kann die Box natürlich auch aus etwas stabileren Karton basteln und kann natürlich da auch sein Kleinkram reintun. Und was ich tatsächlich ganz schön finde, weil die ja wirklich sehr klein ist, dass wenn man mal so Steinchen oder so verschenkt, weil ich habe ja öfter mal, dass ich mit ein, zwei Leuten mir was hin und her schicke oder so. Und wenn man dann so Kleinkram hat, ich habe zum Beispiel noch so Holzelemente, die ich eigentlich meiner lieben Melissa schicken wollte, was ich aber die ganze Zeit vergesse, weil ich ein Trottel bin. Und die könnte ich jetzt hier einfach reintun und dann könnte ich die zumachen und dann würde ich die so Melissa einfach zuschicken. Weil dann ist es immer noch mal ein bisschen liebevoller, als wenn ich die einfach so in den Briefumschlag werfe. Ich glaube, das Video ist sowieso schon lang genug. Wir können jetzt auch mal aufhören. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt die natürlich auch dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss, meine Lieben. So, ihr Lieben, wisst ihr, wofür man die Box auch noch super nutzen kann? Um ein Gewinnspiel auszulosen. Ich schneide jetzt nicht, also nicht wundern, wenn es ein kleines bisschen länger ist, als ihr es kennt. Aber es soll ja nicht heißen, dass ich schummeln würde. Oh, jetzt muss man sich entscheiden. Kasimir, wo bist du, wenn man dich braucht? Augen sind zu. Und gewonnen hat. Oh Gott, ich muss mal kurz näher ran. Eileen Paul 2594. Die sagt mir auf jeden Fall was namentechnisch. Ich bin der Meinung, wir haben auch schon mal auf Instagram geschrieben. Ist aber ja ganz egal. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst das Stempelset. Ich bin gerade schlecht vorbereitet. Ich habe es hier nicht liegen, aber ich glaube, ihr wusstet alle, was es zu gewinnen gibt. Und du kannst dir natürlich auch noch mal was aussuchen, was wir in dem Video zusammen gebastelt haben. Welche ATC oder die Zwerge, das war ja keine ATC, welchen Kartenaufleger du gerne hättest. Schreibt mir das gerne. Wenn ich jetzt nichts durcheinander bekommen habe, haben wir ja schon mal auf Instagram geschrieben, dann schreibt mir gerne da. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail an jasmin.luca@web.de. Und dann herzlichen Glückwunsch und allen anderen nicht traurig sein. Das nächste Gewinnspiel kommt ganz bestimmt und dann bis bald. Habt alle einen schönen Abend. Tschüss!